Der Titel des Online-Kurses ist auch der Titel des Buchs. Forschen lernen, Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten. Denn der Kurs ist das Buch und das Buch ist der Kurs. 7 Kapitel gibt es. Im ersten geht es um ein Verständnis von dem, was Wissenschaft leisten kann, will und soll. Wissenschaftstheorie, aber verständlich gemacht. Worauf baut der Wissenschaftler auf? Sein Ziel? Neue Erkenntnisse, die über das bisherige Wissen hinausgehen. International bekannte Forscher kommen zu Wort. Hier geht es um die Basics des wissenschaftlichen Arbeitens. Im zweiten Kapitel lernen Sie die Maßstäbe kennen, die Qualitätskriterien, die international gelten. Klare Anforderungen, auch für empirische Untersuchungen. Es endet wie alle Kapitel mit einem Aufgabenblatt. Nachdenken, recherchieren, Antworten formulieren. Wie forscht man denn nun? Das verrät Kapitel 3. Forschungsarten werden vorgestellt, Forschungswege skizziert. Sie erfahren, wie Sie zielorientiert vorgehen können, Schritt für Schritt. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie den unterschiedlichen Interessen von Wissenschaft und Praxis gerecht werden können. Wir klären anhand eines hilfreichen Modells, wann man induktiv, also theoriebildend, vorgeht und wann man deduktiv, also überprüfend, forscht. Kapitel 4 stellt Ihnen die Grundelemente einer wissenschaftlichen Arbeit näher vor. Von der Themenformulierung über die zu lösende Problemstellung und die Zielsetzung bis hin zur passenden Forschungsfrage, an Beispielen erläutert. Der Umgang mit Quellen, Kapitel 5. Wie findet man die richtige Literatur? Wie kann man sie einbringen in die Arbeit? Was ist zu beachten, was geht gar nicht? Falscher Umgang mit Quellen kann bitter enden. Kapitel 6 zeigt Ihnen, wie Sie die Quellenangaben aus Online-Datenbanken richtig einbringen in Ihre Arbeit, mit einem bewährten und kostenlosen Literaturverwaltungsprogramm, auch Referenzmanager genannt. Und in Kapitel 7 geht es ums richtige Formulieren. Eine Menge Hinweise finden Sie dort, die zu einer entscheidenden Qualitätsverbesserung Ihrer Arbeit führen können, wenn Sie sie aufgreifen. Die ersten 3 Kapitel sorgen also für das grundsätzliche Fundament Ihres wissenschaftlichen Arbeitens, die Ausrichtung auf ein wirkliches Forschen, schon ab der ersten Hausarbeit. Die nächsten 3 Kapitel beantworten die ganz praktischen Fragen, unter der Perspektive, dass Sie nicht mehr über etwas schreiben, sondern etwas untersuchen wollen. Und im letzten Kapitel erhalten Sie Hilfestellung bei der Herausforderung, wissenschaftliche Sprache zu verwenden. Das Stichwortverzeichnis lässt Sie Begriffe wiederfinden. So wird dieses Buch auch zu einem Nachschlagewerk für nicht nur die erste, sondern viele weitere wissenschaftliche Arbeiten. Die Praxisbeispiele und Aufgabenblätter sorgen dafür, dass Sie forschendes Arbeiten am Ende tatsächlich auf Ihre eigenen Vorhaben anwenden können.